habt doch gesagt, die Abteilung ist eigentlich ganz nett, oder? Ja, vor allem ich, oder? Ja, vor allem du. Ja, finde ich auch. Sind eigentlich alle ganz nett. Schade, dass meine Freundin nicht kommen konnte. Ach, da muss man sich einfach eine Freundin ausdenken und bringt die dann mit. Stimmt's, Ernie? So, Ulf, hier, jetzt guck, das ist ein Knutschfleck hier. Ja, von der Vanessa. Ernie, du sollst dir doch nicht immer einen Staubsauger an den Hals halten. Ein heißer Mann. Na, Kinder, wie läuft's? Eine Apfelschale und ein Bier. Gut! Ja. Der erste Schritt, in diesem Fall war es ja eine Folge, die du gedreht hast, Arne, ist ja, dass ich euch die Drehbücher schicke und ihr die dann lest. Und ist das dann so ein erster Schritt, wo ihr euch schon Gedanken macht, wie setze ich da nachher was um? Oder lasst ihr das erstmal auf euch zukommen und lest jetzt erstmal das Buch mehr oder weniger als normaler Konsument? Ja, erstmal liest man, oder lese ich das als Konsument, um überhaupt mal so ein, um zu wissen, wie ich es insgesamt finde. So, das ist mir erstmal wichtig. Dann hat es mich dann auch erstmal gefreut, dass wir dann überhaupt so einen Außenschuss haben, weil ich das ja auch mal ganz spannend finde, mit Stromberg und seinen Kollegen rauszugehen aus dem Büro. Mal gucken, ob sich die Geschichte so auch weitererzählen lässt. Und dann ist es eigentlich, lässt man das erstmal so auf sich beruhen, weil dann kann ich die Geschichte eigentlich erst im Kopf weiterspinnen und habe mehr Ideen, wenn ich das passende Motiv finde. Bevor es dazu gekommen ist, dass wir das Motiv gefunden haben, gab es ja eine Leseprobe. Zu dem Zeitpunkt der Leseprobe hatten wir, glaube ich, erst 4 Bücher. Das heißt, weder der Cast noch du noch ich wussten zu dem Zeitpunkt, wie es eigentlich weitergeht. Ich hatte schon so eine grobe Idee, wo die Staffel hinführen sollte, aber die war noch alles andere als ausformuliert. Und bei der Leseprobe haben wir natürlich dann auch diese Szene mal gelesen. Ich habe ja gesagt, die ganze Abteilung ist eigentlich ganz nett. Vor allem ich, oder? Ja, vor allem du. Die küssen sich. Ja, finde ich auch. Das sind eigentlich alle ganz nett. Also, ja, schade, dass meine Freundin nicht kommen konnte. Das ist doch kein Problem. Da muss ich mich einfach nur eine Freundin ausdenken und bringt die dann mit. Stimmt's ja nicht? So, hier, da, guck, das ist ein Knutschfleck von der Vanessa. Er kommt nah zu Hüft und zeigt am Hals wo. Jetzt, yes. Sehr schön. Ernie, du sollst ja nicht immer einen Staubsauger am Hals halten. Lachen, Stromberg kommt dazu. Na, Kinder, wie läuft's? Allgemeines Ruhm. Also ordentlich Remi-Demi hier bei uns, ne? Die Darsteller bringen sich ja auch schon so am so frühen Zeitpunkt wie in der Leseprobe ja schon mal ein. Ist das ein Ensemble, wo man als Regisseur eher autoritär mit umgehen muss und sagt, nee, das ist jetzt so, habe ich mir das jetzt vorgestellt, das machen wir jetzt so? Oder ist das ein Ensemble, wo man auch froh ist, wenn die Darsteller eigene Sachen anbieten und sagen, könnte ich nicht dies oder könnte ich nicht das machen? Für mich? Nochmal an dich. Nochmal an mich. Ja, man ist absolut froh, wenn die Vorschläge kommen. Also da, das ist zum Beispiel eine Sache. Also ist Regie keine Diktatur, sondern eher eine Demokratie? Absolut. Also so sehe ich das. Also ich muss ja dazu sagen, ich habe ja 2-3 Jahre fast das große Vergnügen gehabt, dem Kollegen Feldhusen zu assistieren. Ja, kann man ja mal sagen. Und ja, da führte halt das Regieführen ja auch immer über den Dialog. Das war ja nie eine Diktatur. Also es war ja bei uns so, dass man, dass das schon sehr demokratisch. Also es gibt, ich glaube, es ist also, wie bei allem, dass er jetzt so viel sagen darf. Ja, das ist Demokratie. Also das ist jetzt Demokratie. Also Dietl ist nicht euer Vorbild. Ja, ich glaube auch, dass der Kollege Dietl auch über das Gespräch gehen muss, weil du kannst nichts entwickeln, ohne dass du einen Dialog führst. Und um das jetzt, vielleicht übernimmst du da das Wort jetzt, weil gerade bei unserem Cast mit halt Christoph Bjarne und Olli und Jana und Martina, da wird so viel Gutes angeboten, das muss man dann einfach annehmen. Zurück zu der Szene, also nach der Leseprobe ist der nächste Schritt ja das Finden des Motivs, in dem Fall also das Finden der Bowlingbahn. Hattest du da eine bestimmte Vorstellung, wie die sein soll? Kannst du kurz beschreiben, wie der Prozess so vonstatten geht, bis man dieses Motiv da gefunden hat? Ja, die Suche wird natürlich schnell eingeschränkt durch Logistik. Da kann man nicht parken oder da, also mir fällt jetzt kein Grund ein, aber es gibt halt schon Einschränkungen von außen. Dann haben wir, glaube ich, wir haben nur diese eine Bowlingbahn besichtigt irgendwie, weil die mir schon
Ja, ja, nein, also wir haben glaube ich, virtuell, also digital haben wir relativ viele geguckt. Ja, wir haben Fotos, haben wir uns andere angeguckt, aber... Das heißt, man schickt also einen Aufnahmeleiter oder einen Motivscout los, der macht Fotos von verschiedenen Bowlingbahnen, redet schon mal mit den Besitzern, inwieweit das überhaupt möglich ist, dass man da drehen kann, und legt dann die Fotos oder kleine Filmchen sozusagen euch vor, damit schon mal so eine Vorauswahl getroffen werden kann, welche kommen in Frage, welche kommen nicht in Frage. Dann fährt man in die in Frage kommenden mal hin, guckt sich das an und sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. So. Und genau, und in diesem speziellen Fall ist es halt so, normalerweise sind Bowlingbahnen immer riesig groß, haben mindestens 10, 12 Bahnen oder sowas, und das wollte ich schon mal nicht. Mhm. Und da hast du auch ein Problem mit dem Ton, weil das ja sehr laut ist und hallig und so, und ich wollte es ein bisschen heimeliger, ein bisschen kleiner, die sollten mehr unter sich sein. Und dafür war die halt, passte die sehr gut durch ihre drei Bahnen, die sie hatte irgendwie. Und da waren wir schön vor, ja, unter uns. Das heißt, die Bowlingbahn war gefunden, und der nächste Schritt ist, wir sind sozusagen vor Drehbeginn mit der kompletten Mannschaft oder mit der fast kompletten Mannschaft mal dahin gefahren und haben die Szene vor Ort in dem eigentlichen Motiv, wo wir später auch gedreht haben, mal durchgestellt. Sorry, klar. Und bitte. Ich habe ja gesagt, die sind eigentlich alle sehr nett aus der Abteilung. Vor allem ich, oder? Ja, vor allem du. Ja, finde ich auch, sind eigentlich alle ganz nett. So, ist eigentlich schade, dass meine Freundin nicht kommen konnte. Ach, so egal, da denkt man sich einfach eine Freundin aus und bringt die dann mit, ne? Stimmt's, Ernie? Ulf, so, hier, das ist ein Knutschfleck hier von der Vanessa. Ernie, ja, sollst du nicht immer Staubsauger in den Hals halten? Na, Kinder, wie läuft's? Ja. Bei uns ist ja auch ganz schön Ramidemi, was? Jetzt haben wir aber das Motiv gefunden. Du hast auch das Motiv schon mal gesehen. Du hast es auch mit dem Cast weitgehend dann schon mal inspiziert und die Szene einmal durchgestellt. Was verändert sich jetzt eigentlich noch, wenn dann wirklich gedreht wird? Darf ich trotzdem noch einen Schritt zurückgehen, weil das war jetzt nicht normal, dass wir zum Beispiel auch mit der Cast dann nochmal hingefahren sind, weil wir haben uns ja nochmal so einen Bowling-Abend gegönnt oder Tag, dass wir mit der Besetzung dahin sind und ein bisschen gebowlt haben und mal geguckt haben, wie können wir das drehen. Und das ist schon mal Luxus. Also das stimmt, das war eine Ausnahmesituation, weil es aber auch tatsächlich ja so war, dass wir mit dem Format noch nie draußen waren. Insofern war das sicher. Genau, und das hilft einem aber sehr. Also das war eine große Hilfe, zu sehen, wie können wir das denn dann machen. Deshalb war das dann beim Dreh nicht mehr ganz so neu. Man hatte schon, also wir hatten alle schon so eine Vorahnung, wie wir was drehen, aber dann probt man und guckt, ob das so funktioniert, wie man sich das denn vorgestellt hat. Alles mit nach! Okay. Ja, finde ich auch. Sind eigentlich alle ganz nett. Schade, dass meine Freundin nicht kommen konnte. Mhm. Dann müssen wir die einfach eine Freundin ausdenken und bringt die dann mit. Stimmt's, Ernie? Wir haben dich jetzt gerade im Schnitt gesehen mit unserem Cutter Martin Wolf. Wie viel ändert sich noch im Schnitt an so einer Folge Stromberg? Viel. Sehr viel. Schnitt ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das haben wir vor allem eigentlich in der ersten Staffel fast mehr gemerkt, so. Je mehr wir Stromberg drehen, desto mehr weiß man schon, wie man es haben will. Am Anfang haben wir sehr viel umgestellt und sehr viel Szenen getauscht und auch neuen Schnitt ausprobiert, also Jump Cuts mitten rein und woanders hin und so. Und da verändert sich viel von dem, was man vorher als Buchform hat zum Schnitt, ist das sehr enorm. Was ja auch dadurch auch aus so einem arbeitstechnischen Vorgang zustande kommt, weil der Martin Wolf, der schneidet ja oft schon, während wir noch drehen, und man kommt dann, also war es bei mir, in den Schneideraum und denkt, so war das nicht gedacht, aber es ist interessant, was er dann macht, weil er ja quasi in seinem kleinen schwarzen Raum da sitzt und gewisse Gedanken, die man selber bei der Auflösung verfolgt hat, dann schon rumgedreht hat. Manchmal ist es dann anstrengend, weil man dem Martin dann wieder erklären muss,
Ich wollte das aber eigentlich ganz anders machen. Ja, so ist es ja meistens, dass man dann wieder zurückschneidet und dann am Ende da ankommt, wie man sich vorgestellt hat. Ja, oder so in der Mitte, da ist ja auch nicht so genau, eine Synthese. Da bleibt immer was übrig von den Ideen und das ist auch gut so. Also. Ich gebe das andere Klingeln, das aus dem. Hier sehen wir dann nochmal Bilder von der sogenannten Tonnachbearbeitung. Das heißt, hier werden alle Töne, die man in der Szene hört, zusammengefahren und nochmal einzeln ausgewählt. Also es ist ja dann durchaus so, dass die Musik, die wir da in dem Hintergrund hören, natürlich beim Drehen nicht gelaufen ist, dass auch die von dir schon angesprochene Bowlingmaschine eben im Nachhinein draufgelegt wird und überhaupt die ganze Kneipen- und Stimmungsatmo da noch draufgelegt wird. Mit Ton kann man eigentlich auch, obwohl wir ja zum Beispiel keine Musik haben bei Stromberg, aber trotzdem noch eine Menge erreichen, ne? Ja, also mir ist das genauso wichtig wie, hat fast denselben Stellenwert wie, wie Schnitt und so weiter, weil das alles die ganze Folge sehr rund machen kann. Aber ein kleiner falscher Ton kann einen sofort rausbringen. Von daher, die Schwierigkeit ist es einfach, Töne zu finden, ob es jetzt Musiken sind oder irgendwelche zusätzlichen. Die Schwierigkeit ist es, sie bemerkbar zu machen, sie präsent zu machen, aber so, dass sie halt glaubhaft sind. Also da die Mitte zu finden, das ist wichtig. Also kann man zusammenfassend sagen, dass mehrere Tage unseres gemeinsamen Lebens in diese kleine Szene, die wir wahrscheinlich auch schnell mal überspult, eingeflossen sind. Ich danke euch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für diese Tage eures Lebens, die ihr diesem Projekt geopfert habt, und ich hoffe, ihr hattet mindestens so viel Spaß wie ich dabei. Absolut. Natürlich. Und danke an alle, ne? Die wir kennen.